Karrieretage in Hogwarts, Teil 3. Beweise deine Fähigkeiten in verschiedenen magischen Berufen wie Duellant, Trankbrauer oder Fluchbrecher, während du gemeinsam mit deinen Freunden eure Leidenschaften entdeckst und das Schicksal deutest, das Professor Trelawneys Kristallkugel vorhergesagt hat. Sieh dir nur diese Menschenmenge an. Die Vorstellung, ein eigenes Geschäft zu führen, scheint viele Schüler zu interessieren. Wahrscheinlich geht es ihnen eher um das kostenlose Butterbier, aber sein eigener Boss zu sein, hat definitiv einen gewissen Reiz. Hoffentlich kann uns hier irgendjemand helfen, die Vision zu verstehen, die wir in Professor Trelawneys Kristallkugel gesehen haben. In meiner Vision habe ich nur einen Schreibtisch gesehen und ich weiß immer noch nicht, was das über meine Zukunft aussagen soll. Immerhin hast du eine Zukunft. In meiner Vision habe ich so gut wie gar nichts gesehen. Wenn ich ehrlich bin, nervt mich das so langsam ziemlich. Keine Sorge, Mirula. Ich bin mir sicher, dass wir beide vielversprechende Karrieren vor uns haben. Wenn du meinst. Komm schon, lass uns jemanden suchen, mit dem wir reden können. Hallo. Oh, Mr. Nun, wenn das nicht Cody Bailey und Miss Mirula Snide sind. Hallo, Mr. Ollivander. Nur zu. Erzählt mir, was ihr auf dem Herzen habt. Und seien es auch die Schulden von verschuldeten Nordclubs. Es kommt mir vor, als wärt ihr gestern in mein Geschäft gekommen, um euren ersten Zauberstab zu kaufen. Seitdem ist viel passiert. Allerdings, aus dir ist ein bemerkenswerter junger Zauberer geworden. Ich muss zugeben, dass ich neugierig bin, was das Karriereprogramm von Professor Dumbledore angeht. Mit welchem Wort würdest du dein bisheriges Erlebnis beschreiben? Es ist ganz schön anstrengend. Mirula und ich sind ohne großen Pausen von einer Veranstaltung zur nächsten gegangen. Genauso sollte es auch sein. Ihr Jungspunde solltet jeden Tag neue Erlebnisse sammeln. Wenn ihr älter seid, habt ihr noch genug Zeit, um es langsamer anzugehen. Ich spüre, dass euch etwas bedrückt, das über die normale Sorge vor der Berufswahl hinausgeht. Mirula und ich wollten einen Blick in unsere Zukunft werfen, darum haben wir in Professor Trelawneys Kristallkugel geschaut. Aber unsere Vision waren, naja, ziemlich verwirrend. Bailey hat einen Schreibtisch gesehen und ihm etwas Großes Verschwommenes. Faszinierend. Es ist wahrlich ein zweischneidiges Schwert, die eigene Zukunft zu kennen. Ich kann euch zwar nicht viel zum Thema Wahrsagen erzählen, aber ich kann euch definitiv helfen, über eure Berufsaussichten nachzudenken. Ja, was will Ollivander uns jetzt in 3 Stunden jetzt so verraten? Ja, da, Mirula. So langsam bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt eine Zukunft habe. Wer noch nie ein Gasthaus alleine betrieben hat, weiß nicht, was harte Arbeit ist. Mein Kaffee verdankt seinen Erfolg der romantisch veranlagten Schülern und Schülerinnen. Es ist kein Kinderspiel, sich in der Scherzartikelbranche zu behaupten. Ein Geschäft zu führen ist nicht einfach. Ich arbeite an den meisten Feiertagen. Ich habe Aberforth eingeladen, aber er hat nur gegrunzt und sich abgewendet. Sein eigener Boss zu sein, bedeutet nicht tun und lassen zu können, was dir in den Sinn kommt. Wenn du dein eigenes Geschäft eröffnest, wirst du zweifellos Erfolg haben. Inzwischen wäre mir ein Schreibtisch allemal lieber als meine merkwürdige Vision. Beruf und Zauberstäbe sind einander in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Ein eigenes Geschäft zu besitzen ist nicht immer ein Zuckerschlecken, aber manchmal eben doch. Das ist Dominic Maestro. Ihm gehört das Musikgeschäft in Hogsmeade. Denkt immer an eure Kosten. Mein Budget für Spitzentechnik-Deckchen ist völlig außer Kontrolle. Das Geschäft läuft hervorragend, seitdem du geholfen hast, meinen Laden zu retten. Dominic stellt Musikinstrumente her, so wie ich meine Zauberstäbe. Ich glaube nicht, dass meine Vision andeuten wollte, ich würde mein eigenes Geschäft führen. Wie bei einem Zauberstab spürt man es auch sofort, wenn man den richtigen Beruf gefunden hat. Ollivander hat immer einen guten Ratschlag auf Lager. Du bist noch jung. Genieße es, solange du kannst. Nimm einen großen Schluck aus dem Becher des Lebens. Das kostenlose Butterbier ist nur für die Teilnehmer des Karriereprogramms. Ich versorge alle möglichen Kunden, darum habe ich auch Lollis mit Blutgeschmack dabei. Madame Rosmerta versteht es definitiv, Gäste willkommen zu heißen. Wenn ich sie richtig verstehe, ist die Berufswahl ein wenig wie die Suche nach dem richtigen Zauberstab. Das hätte ich nicht besser sagen können, Mr. Bailey. Ich bin schon lange davon überzeugt, dass ein Zauberstab seinen Zauberer auswählt. In manchen Fällen verhält es sich mit Berufen ähnlich. Soll das heißen, dass ein Beruf vielleicht irgendwann mich auswählt? Damit möchte ich nur sagen, dass man nie weiß, was das Schicksal auf Lager hat. Ja, es ist der Moment für Experimente.
Spreize deine Flügel und finde deine Leidenschaft. Genau wie bei einem Zauberstab werden sie es spüren, wenn sie den richtigen Beruf gefunden haben. Vielen Dank, Mr. Ollivander. Ja, also was denkst du, Merula? Wenn wir Dinge ausprobieren, finden wir vielleicht einen Beruf, der sich richtig anfühlt? Mr. Ollivander hat leicht reden. Er stammt aus einer langen Reihe von Zauberstabmachern. Er musste nie eine solche Entscheidung treffen. Außerdem hat er bestimmt nie eine Vision gesehen, in der alles nur verschwommen war. Ich schätze, du bist immer noch nicht besonders zuversichtlich, was deine Zukunft angeht. Da liegst du richtig. Zur nächsten Veranstaltung kannst du ohne mich gehen. Bist du sicher? Thomas meinte, dass Professor Flitwick noch einen ganz besonderen Gast für den Zauberkunstunterricht eingeladen hat. Na so, Bailey, ich muss zuerst meine Gedanken sortieren. Gut, also dann sehen wir uns später, Merula. Ich gebe noch nicht auf, was diese Sache angeht. Sicher, wir waren in den Trapezen. Komm schnell zur Zauberkunst, hier ist eine professionelle Duellantin. Wer könnte das denn jetzt sein? Jetzt kommt vielleicht doch noch eine Überraschung. Weil ich nicht weiß, wer da sich jetzt versteckt. Wer könnte das sein? Eine professionelle Duellantin. Evelyn Starling? War die nicht in dem einem Event, wo Professor Flitwick den Duellwettbewerb gemacht, teilgenommen hat? Ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung ist für viele Berufe wichtig. Ein Duell ist wie ein Tanz mit der Gefahr, der in uns ins Gedächtnis ruft, dass wir lebendig sind. In unserem heutigen Unterricht haben wir einen ganz besonderen und sehr beeindruckenden Gast. Hey, Cody. Hallo, Tongs. Ich bin total gespannt auf die nächste Sprecherin. Hallo, liebe Schüler. Mein Name ist Evelyn Starling und ich bin professionelle Duellantin. Ich erinnere mich an sie. Sie ist nach Hogwarts gekommen, um sich mit Professor Flitwick zu duellieren und hätte beinahe gewonnen. Das verspricht eine spannende Lektion in Zauberkunst. Gute Duellierfähigkeiten sind für viele Berufe wichtig, auch wenn sie nicht an Turnieren teilnehmen. Darum hätte ich gerne zwei tapfere Freiwillige für eine Demonstration. Wenn Sie sich eine Laufbahn als Wächter, Fluchbrecher oder Auror vorstellen können, dann kann ich Ihnen gerne eine Einschätzung Ihrer Fähigkeiten geben. Tongs, wir sollten uns freiwillig melden. Gute Idee, Cody. Ich wollte schon immer einmal sehen, wie ich in einem Duell gegen einen Auror abschneide. Miss Starling, wir beide, wir melden uns freiwillig. Sehr gut. Also dann möchte ich, dass Sie beide Ihr Bestes geben. Ich werde Ihre Fähigkeiten beurteilen und Ihnen Verbesserungsvorschläge machen. Wenn Sie das Zeug zu einem Beruf haben, der gute Duellierfähigkeiten erfordert, werde ich Ihnen Bescheid sagen. Schade, ich hatte gehofft, das wäre jetzt ein Duell und keine 8-Stunden-Aufgabe. Hoffentlich machen Auroren es so. Miss Starling ist derzeit eine der besten Duellantinnen der Welt. Ich bin hier, um Tom zu helfen, aber ich hätte auch nichts dagegen, Miss Starling zu beeindrucken. Ihr habt euch so schnell freiwillig gemeldet, dass ich nicht einmal Zeit hatte, meine Hand zu melden. Eben. Gib alles, Gaudi, denn ich werde mich nicht zurückhalten. Versuchen Sie, Ihren Gegner mit einem Überraschungsmanöver aus dem Takt zu bringen. Nehme es mir nicht übel, aber ich stelle mir dich als Schurken vor, um mich besser zu konzentrieren. Miss Darling hat schon seit dem Turnier nach einer Revanche verlangt. Gut gemacht, Gaudi, beinahe hättest du mich erwischt. Dieses nächste Manöver habe ich im Duellierclub gelernt. Nimm das! Erinnere mich daran, keinen von beiden jemals zu unterschätzen. Professor Flitwick hat mich beim Turnier auf dem falschen Fuß erwischt. Das passiert mir nicht noch einmal. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Körperhaltung Ihr nächstes Manöver verrät. Gute Duellanten beherrschen Offensive, Defensive und Strategie. Handgelenk nach oben, vernachlässigen Sie niemals Ihre Verteidigung. Eine bessere Duelltrainerin als Evelyn Starling kann man sich nicht wünschen. Sie beide beim Duell zu sehen erinnert mich an meine Jugend. Nicht übel, Tongs, aber ich bin noch nicht fertig. Oh, doch, bin ich. Ich melde mich dann mal nach der Aufgabe wieder. Sehr beeindruckend. Sie beide haben weit überdurchschnittliche Fähigkeiten. Kaum zu glauben, dass Sie beide immer noch Schüler sind. Sie wären womöglich gut genug, um sich für Wettkämpfe zu qualifizieren. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Was hältst du von der Idee, an Duellwettkämpfen teilzunehmen, Cody? Naja, da sah ich nur Hogwarts Legacy. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Willst du noch eine Runde? Nein, ich möchte... Ich denke, ich sollte mich erstmal ausruhen. Na dann, wir erwarten dich später wieder. Ja,
Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Nein, ich denke, nicht ich sollte mich erstmal ausruhen. Na dann, ja. Wir erwarten dich später wieder. Ich duelliere mich nicht zum Spaß, sondern nur, wenn mir keine andere Wahl bleibt. So ist Cody nun mal. Er duelliert sich nur, wenn es um die Wurst geht. Wettkämpfe hin oder her. Ich bin sehr beeindruckt von den Duellierfähigkeiten, die Sie beide heute gezeigt haben. Miss Darling, wie schätzen Sie unsere Fähigkeiten im Vergleich zu, sagen wir, einem Auro ein? Nun, Sie haben beide noch einen langen Weg vor sich, aber was die Grundlagen angeht, haben Sie beide das nötige Wissen. Hervorragend. Aber nicht vergessen, man braucht mehr als Duellierfähigkeiten, um Auro zu werden. Sie müssen fleißig studieren. Außerdem müssen Sie trainieren und Ihre Schwachstellen in Angriff nehmen. Schwachstellen? Natürlich, wir alle haben Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Es ist zwar gut, unsere Stärken zu verbessern, aber ein wahrer Duellant muss Offensive, Defensive und Strategie beherrschen. Gute allgemeine Fähigkeiten sind wichtig für Duellanten und für viele andere Berufe ebenfalls. Daran werde ich denken, wenn ich meinen zukünftigen Beruf auswähle. Es ist schön, dich als Duellpartner zu haben, Cody. Und was auch immer die Sache mit dem Schreibtisch zu bedeuten hat, hoffentlich findest du es raus. Danke, Tonks. Als nächstes sollte ich mich mit Penny treffen. Scheinbar hat Professor Snape eine Herausforderung für uns. Wenn mir Ruder dort ist, kann ich nachsehen, wie sie sich im Hinblick auf ihre Zukunft fühlt. Cody, komm schnell zu Zaubertränken. Hier gibt es was Geniales zu sehen. Oh, wer mag der Experte bei Zaubertränke sein? Ich sehe nur Snape. Der Snape, der Experte für Zaubertränke. Mirole ist nicht hier. Wahrscheinlich ist sie noch nicht bereit, wieder am Karriereprogramm teilzunehmen. Nach dieser Veranstaltung sollte ich nach ihr suchen. Sie schien sich Sorgen darüber zu machen, was ihre Zukunftsvision zu bedeuten hat. Die präzise Kunst und raffinierte Wissenschaft der Zaubertrankherstellung ist mehr als nur ein Schulfach in Hogwarts. Für diejenigen mit den Fähigkeiten, dem Talent und der nötigen Hingabe ist sie auch eine Berufsaussicht. Aber nur wenige Auserwählte werden Trankbrauer und können ihren Unterhalt damit bestreiten, Zaubertränke herzustellen. Darum habe ich mehrere Herausforderungen rund um Zaubertränke vorbereitet, mit denen sie ihr Potenzial als Trankbrauer auf die Probe stellen können. Ein Großteil von ihnen wird höchstwahrscheinlich scheitern. Hallo Penny, du siehst gut aufgelegt aus. Das bin ich auch, Cody. Ich habe das Gefühl, meine Leidenschaft neu entdeckt zu haben. Für Zaubertränke nehme ich an? Vollkommen richtig. Nach meiner Vision in Professor Trelawneys Kristallkugel dachte ich zunächst, das Schicksal hätte mir einen Beruf als Heilerin vorherbestimmt. Ich erinnere mich. Aber nach der Veranstaltung für Heiler warst du nicht ganz überzeugt. Danach bin ich hierher gekommen und habe Professor Snape geholfen, seine Herausforderung für Trankbrauer zu testen. Das klingt, als hättest du sie schon bestanden. Natürlich! Und dabei ist mir klar geworden, wie viel mir am Tränkebrauen liegt. Und ich werde mich nicht von einer Prophezeiung davon abbringen lassen, meiner Leidenschaft zu folgen. Ich werde Trankbrauerin werden und du kannst es auch schaffen. Möglicherweise. In meiner Zukunftsvision habe ich einen Schreibtisch gesehen. Ich schätze, Trankbrauer brauchen für ihren Beruf auch einen Schreibtisch. Schön, dass du für diese Idee offen bist, Cody. Bei einer anderen Veranstaltung bin ich Mr. Ollivander begegnet. Er hat mir geraten, offen für Neues zu sein. Wenn ich das Zeug zum Trankbrauer habe, sollte ich fleißig üben und es herausfinden. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Aber ich wollte das Zeug haben, das Nötige. Ein kompetenter Trankbrauer sollte diese Zaubertränke mühelos benennen können. Meine Herausforderung besteht darin, möglichst viele dieser Tränke zu benennen. Ich habe Professor Snape bei der Auswahl geholfen. Du musst sie nur benennen. Ich weiß, dass du diese Tränke identifizieren kannst, Cody. Es ist schwierig, Zaubertränke allein an ihrem Aussehen zu erkennen. Ich werde mein gesamtes Wissen über Zaubertränke brauchen, um diese Herausforderung zu bestehen. Benenne diese Zaubertränke, um fortzufahren. Das riecht wie ein Megapowertrank? Nein, es ist ein Heiltrank gegen Furunkel. Lass dich nicht von der Farbe der Flasche beirren. Ein kompetenter Trankbrauer sollte diese Zaubertränke mühelos benennen können. Okay. Ob ich das jetzt... Zaubertränke funktionieren nur, wenn sie die Zutaten genau richtig vorbereiten. Schau dich an, aus dir wird noch ein Trankbrauer. Ich frage mich, ob Trankbrauer Assistenten einstellen, um ihnen bei den Vorbereitungen zu helfen.
Die Vorbereitung ist die halbe Miete, du schaffst das. Als Trankbrauer müssen Sie Ihre Zutaten richtig vorbereiten. Ich habe die erste Herausforderung überstanden, aber jetzt wird es noch schwerer. Ich muss vorsichtig sein, um die giftigen Teile zu vermeiden. Wenn ich diese Zutat zerquetsche, anstatt sie zu zerschneiden, erhalte ich mehr Saft. Ich sollte zweimal nachmessen, um ganz sicher zu gehen. Zaubertränke funktionieren nur, wenn Sie die Zutaten genau richtig vorbereiten. Entspann dich, lies die Anweisungen und achte auf Hinweise. In den Anweisungen steht, dass es ein Serum ist und ein mächtiges noch dazu. Ist es ein Gebräu, ein Trunk, vielleicht ein Serum? Der Name ist durchgeschrieben, aber ich glaube, er fängt mit einem V an. Das Ministerium hat strenge Regeln für die Nutzung dieses Zaubertranks festgelegt. Zwei Herausforderungen haben sie bereits bestanden, aber die dritte ist viel schwieriger. Es dauert eine ganze Mondphase, bis dieser Zaubertrank komplett ausgereift ist. Für die letzte Herausforderung muss ich einen Zaubertrank zubereiten, ohne zu wissen, welcher es ist, Veritaserum. Laut ihren Anweisungen reichen einige Tropfen aus, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Bei richtiger Zubereitung brauchen sie nur 3 Tropfen hiervon. Laut den Anweisungen ist der fertige Zaubertrank farb- und geruchlos. Wenn Sie diesen Trank gebraut haben, werde ich Sie bitten, ihn zu benennen. Du machst das toll und das ist die Wahrheit. Professor Snape wird dich auch verdammt, diesen Trank zu benennen. Du solltest es also herausfinden. Das lateinische Wort für weit ist Veritas. Nicht vergessen. Entspann dich, lies die Anweisungen und achte auf die Hinweise. Ja gut, das machen sie einem aber auch wirklich sehr einfach, den Trank hier herauszufinden. Ja, sie machen es... Was sie nicht einfach machen, ist... Das ist hier mir am Ende ein paar Energiepunkte fehlen. Muss ich nochmal... Schokofrösche. Was habe ich hier noch? Na, da ist ja schon mal ein Schokofrosch. Okay. Und dann... Wo finde ich noch mehr? Da sind noch mehr Schokofrösche. Ja, einsammeln. Ah, dann habe ich ja schon mal die 30 Punkte. Das ist ja praktisch. Muss ich ja gar keine Schokofrösche kaufen. Weiter. So, jetzt machen wir das noch gerade fertig. Und dann fragt er mich gleich, wie der Trank heißt. Und ich kann ihm die richtige Antwort geben. Der Zaubertrank ist beinahe fertig. Nur noch ein letzter Schritt. Nämlich abfüllen in ein Reagenzglas. Und dann werde ich den nicht trinken, Professor Snape. Sir, sonst werden Sie erfahren, dass ich eigentlich aus der Zukunft komme. Geschafft. Schockierend. Sie haben bei meinen Herausforderungen viel besser abgeschnitten, als ich erwartet hatte, Mr. Bailey. Aber wenn Sie Ihr Potenzial unter Beweis stellen möchten, müssen Sie den Zaubertrank benennen, den Sie gerade fertiggestellt haben. Du schaffst das, Cody. Ich weiß, dass du dieser Sache die Wahrheit entlocken wirst. Miss Haywood. Tut mir leid, ich habe mich verplappert. Nun, Mr. Bailey, können Sie den Zaubertrank benennen, den Sie gerade gebraut haben? Dieser farblose, geruchlose Zaubertrank kann nur das Veritaserum sein. Es ist der stärkste bekannte Wahrheitstrank. Sehr gut, Mr. Bailey. Das ist richtig. Sieht aus, als hätten Sie meine Erwartungen übertroffen. Vielleicht haben Sie doch Potenzial als Trankbrauer. Vielen Dank, Professor. Cody, du hast es geschafft. Danke für deine Hilfe, Penny. Du hast mir auch alles vorgesagt. Du warst genial, Cody. Die meisten Leute haben nicht einmal die zweite Herausforderung bestanden. Schön, dass es dir etwas besser geht, was die Vision aus Professor Trelawneys Kristallkugel angeht. Wenn deine Vision von dir selbst und Heiler nicht stimmt, dann sind die Visionen, die Mirulla und ich hatten, möglicherweise auch ein Irrtum. Möglicherweise, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Vision wirklich ein Irrtum war. Das kommt ganz auf die Interpretation an. Was meinst du denn damit? In meiner Vision hatte ich einen Zaubertrank in der Hand und war von Heilern umgeben, aber ich hatte keine Heileruniform an. Vielleicht wäre ich auch eine Trankbrauerin, die einem bedürftigen Patienten einen Heiltrank gereicht hat. Ich verstehe. Du hast deine Vision umgedeutet und bist zu einem völlig anderen Schluss gekommen. Genau. Dasselbe könnte für dich und Mirulla auch gelten. Danke, Penny. Du warst mir eine große Hilfe. Gern geschehen. Viel Glück dabei, eure Visionen umzudeuten. Ich sollte Mirulla finden. Sie ist bestimmt bei der nächsten Karriereveranstaltung einer Vorführung für Fluchbecher. Oh, wen haben wir da? Moody hatten wir doch schon. Komm, schnell zur Veranstaltung für Fluchbecher. Gleich geht's los. Ja, aber... Wer könnte da jetzt der Referent sein? Bill könnte natürlich der Referent sein. Okay. Da ist Mirulla. Bailey, ich weiß, dass dir deine Vision in Professor Trelawneys Kristallkugel Sorgen macht, aber vielleicht kann ich dir ja irgendwie weiterhelfen. Ich war mit Penny gerade bei einer Veranstaltung für Zaubertränke und wir glauben, dass man durch ein bloßes Umdeuten unserer Visionen vielleicht... Ja, ich habe jetzt wirklich keine Lust, mit dir über irgendwelche Visionen zu reden, Bailey. Ich hoffe einfach nur, dass ich endlich eine Arbeit finden kann, die sich für mich auch irgendwie richtig anfühlt.
Cecil! Seid herzlich gegrüßt, liebe Schüler. Mein Name ist Cecil Lee und ich gehöre dem Werwolf-Fangkommando des Zaubereiministeriums an. Cecil Lee, ich kann mich noch an ihn erinnern. Das letzte Mal ist er nach Hogwarts gekommen, um irgend so ein Werwolf-Problem zu lösen. Ehrlich gesagt war er dabei nicht sonderlich hilfreich. Der Fluchbrechungsexperte, der heute hier hätte sein sollen, ist leider einem üblen Fluch erlegen und braucht noch etwas Zeit, bis er wieder genesen ist. Daher hat man mich sozusagen in letzter Minute zu seinem Ersatz bestellt. Wisst ihr übrigens, welche Wesen ebenfalls von Flüchen befallen sind? Werwölfe. Wenn ihr also einen Werwolf seht, müsst ihr es umgehend einem Erwachsenen melden. Wenn gerade keine Erwachsenen in der Nähe sind, dann... Das ist doch lächerlich. Wer ist denn bitte nur auf die Idee gekommen, dass sie ein Fluchbrechexperte sein könnten? Bailey und ich haben hier schon seit unserem ersten Jahr verschiedene Flüche untersucht und sogar aufgehoben. Da wette ich auch, dass ich weit mehr über Fluchbrechen weiß, als sie je im Leben lernen könnten. Ich weiß zwar nicht, ob wir als Experten gelten, aber wir haben wirklich schon so einige Flüche gelöst. Tut mir leid, dass ihr offenbar eine andere Art von Experten erwartet habt, aber zumindest kann ich euch heute eine richtig schwungvolle Demonstration versprechen. Ich bin nämlich mit einer verfluchten Socke und ein paar äußerst hilfreichen Anweisungen ausgestattet. Eine verfluchte Socke. Richtig, und sie passt mir sogar richtig gut. Moment mal, hätte ich sie überhaupt anziehen sollen? Wir kümmern uns mal eben drum. Cecil, alles in Ordnung? Keine Bange, liebe Kinder, das gehört alles zu meiner Demonstration. Aber da ihr Bein ja so viel von Flüchen zu verstehen scheint, werdet ihr dann bitte so freundlich mal kurz für mich zu übernehmen. Was müssen wir denn tun? Erzählt uns bitte einfach, was ihr über das Fluchbrechen wisst. Und verhaltet euch ganz natürlich, bitte. Ich will ja hier keine Alarm auslösen. Ihr Schüler könnt euch jetzt also mit all euren Fragen an diese beiden Fluchbrecher hier wenden. Vielleicht findet ihr ja so auch raus, wie man diesen Fluch hier aufheben kann. Ja, das klingt doch... Ja, stimmt, ganz gut. Ja. Übrigens gibt es keinen Grund, dass die Lehrpersonen von dieser Sache erfahren müssten. Wenn mich doch jetzt nur mein Neffe Barnaby sehen könnte. Ich kann die Schrift dieser Anleitung kaum lesen, aber da scheint Libera Corpus zu stehen. Einmal hat ein verwunschtes Verlies bewirkt, dass ein großer Teil von Hogwarts vollkommen eingefroren ist. Am besten einfach durchhalten, Cecil. Die Arbeit eines Fluchbrechers bei Gringotts ähnelt in gewisser Weise einer fortlaufenden Schatzsuche nach magischen Gegenständen. Wenn man einen Fluch brechen will, muss man zuallererst sein Wesen begreifen. Das Verlies der Furcht hat die Schule mit einer regelrechten Irrwichtplage verseucht. Die Fluchbrecher bei Gringotts müssen auf ihren Schatzsuchen manchmal um die ganze Welt reisen. Fluchbrecher erfordern Tapferkeit, Einfühlungsvermögen und Fachwissen. Es gibt auch Flüche, die hunderte oder sogar tausende Jahre lang wirksam sein könnten. Hauptberufliche Fluchbrecher brechen Flüche, aber in diesem Falle werden sie auch dafür bezahlt. Ja, das hatten wir schon. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass die meisten Fluchbrecher in Großbritannien bei Gringotts Zauberer Bank beschäftigt sind. Auf der Suche nach verzauberten Schätzen müssen sie die ganze Welt bereisen und außerdem alle Arten von Flüchen brechen können, mit denen solche Gegenstände meistens geschützt sind. Das ist also ein höchst gefälliger Job, der auch jede Menge an Tapferkeit erfordert. Außerdem muss man dafür ziemlich viel Fachwissen anhäufen, um auch das Wesen aller Flüche zu begreifen, mit denen man es dabei zu tun haben könnte. Obendrein braucht man ein gewisses Einfühlungsvermögen, um auch den Menschen helfen zu können, die mit den Flüchen belastet worden sind. Das mit dem Einfühlungsvermögen ist rein optional, aber im Grunde kann es wohl eigentlich auch nicht schaden. Wunderbar, dann gebt euren Mitschülern jetzt mal einen ordentlichen Applaus. Ja, dankeschön. Würdet ihr dann jetzt bitte auch diesen Fluch hier für mich beheben? Ich hänge hier schon seit 8 Stunden. In der Fluchbrecheranweisung hat irgendein Gegenzauber gestanden, glaube ich. Da mal her damit. Wisst ihr noch, welcher Gegenzauber das gewesen ist? Liberty Corpus, Liviosa Corpus oder Libera Corpus? Ja, es, wenn ich mich recht erinnere, war es ein Gegenzauber namens... Libera Corpus. Jo, bitteschön. Vielen Dank. Außerdem weiß ich dank eurer Mithilfe jetzt auch deutlich besser über die Kunst des Fluchbrechens Bescheid. Und wenn ihr mich fragt, werdet ihr sicher ganz vorzügliche Fluchbrecher abgeben, falls ihr euch hier für diese Laufbahn entscheiden solltet. Vielen Dank, Cecil. Sie wissen nicht zufällig, ob Fluchbrechen auch mit Schreibtischarbeit verbunden ist. Mirula und ich versuchen nämlich gerade, unsere Zukunftsvision zu deuten. Ich habe dabei einen Schreibtisch gesehen, Mirula aber nichts weiter als ein verschwommenes Bild. Da war ich davon ausgegangen, dass meine Vision auf ein eher schlichtes und unaufgeregtes Leben mit einem soliden und sicheren Job hindeutet. Ich bin ziemlich sicher, dass auch Fluchbrecher hin und wieder mal Schreibtischarbeit verrichten müssen, wie es im Übrigen alle Mitarbeiter des Werwolf-Fangkommandos tun.
Schreibtischarbeit hat allerdings nicht zu bedeuten, dass der Job nicht trotzdem gefährlich oder spannend sein kann. Schreibtische kommen ja schließlich bei so ziemlich jeder Art von Arbeit zum Einsatz. Allerdings wüsste ich nicht, wie ein verschwommenes Bild zu deuten ist. Ich verstehe, dann vielen Dank, Cecil. Was denkst du, Merula? Hast du den Eindruck, dass Blutbrechen etwas ist, das du... Merula, wo bist du? Sie ist weg. Heißt das etwa, dass Merula nicht einmal mit Fluchbrechen etwas anfangen könnte? Das Karriereprogramm ist schließlich schon fast vorbei. Wenn ich also noch vor Programmende schaffen will, dass Merula ihrer Zukunft etwas zuversichtlich entgegenblickt, sollte ich mich wohl langsam wirklich beeilen. Denn Teil 3 ist jetzt auch abgeschlossen. Teil 4. Treff dich vor Ende des Karriereprogramms mit deinen vertrauenswürdigsten Mentoren, um ihre Erfolgsgeheimnisse zu erfahren und nicht nur Merula zu helfen, ihre unsichere Zukunft zu akzeptieren, sondern auch dir selbst. Jo, in der nächsten Folge, ich sag mal, Arrivederci, over and out.